Hi Leute, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Project Pan Video von mir. Wir gucken uns mal an, wie viel ich im letzten Monat aufbrauchen konnte. Mein Gefühl sagt mir, dass es super wenig ist, aber manchmal täusche ich mich ja. Also würde ich sagen, legen wir direkt los. Das erste Produkt auf meiner Liste ist das Lush Make-Up / Concealer, dieses feste, verpackungsfreie Produkt, was ich hatte. Das habe ich im Juni aussortiert. Und zwar, weil es schon, ich glaube, sogar 1,5 Jahre alt war und ich langsam das Gefühl hatte, die Konsistenz ändert sich. Deswegen habe ich mich dann davon getrennt und wir können das quasi von der Liste streichen. Nummer 2 ist ein Make-up-Produkt und zwar von Turn It Up, der Ultra. Langsam ist meine Aussprache echt saustrange, weil ich ja momentan Spanisch lerne. Und das vermischt sich alles irgendwie mit meinem Englisch und Chinesisch und Deutsch und Fränkisch und Oberpfälzerisch und Ultra Wear Nude Pen Matte ist der Name dieses Stiftes in der Farbe 010. Ich habe den, glaube ich, ein paar Mal benutzt, aber nicht so richtig oft. Schauen wir mal. Bei Lippenstiften passiert ja oftmals nicht so wirklich viel. Wir hatten letzten Monat 14,94 Gramm. Und wir haben diesen Monat, wenn er aufhören würde zu rollen, 14,92, also minus 0,02. Das zweite ist das Enzympeeling von Pia Jacobi. Das wollte ich ja unbedingt aufbrauchen, bevor es schlecht wird, obwohl ich der Meinung bin, dass es relativ lange hält. Aber es ist halt auch eine sehr große Packung. Und das ist ein Produkt, das man nicht jeden Tag benutzt und auch nicht bei einem Anlass benutzt, sondern einfach nur, weil man es will. Und das ist natürlich der Grund dafür, dass es in Vergessenheit geraten kann. Offensichtlich bin ich blind und finde kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber das macht nichts. Ich glaube, ich habe es einmal benutzt. Es waren 78,42 Gramm. Und wir haben jetzt 76,89. Minus 1,53 Gramm, also es kann sein, dass ich sogar mehr als einmal benutzt habe. Letzten Monat habe ich 0,2 Gramm weniger ungefähr aufgebraucht. Oh ja, das nächste Produkt, sehr spannend. Balea Med Ultra Sensitive Antifalten Tagescreme möchte ich unbedingt aufbrauchen, weil es mich nervt. Und ihr habt mir schon öfter den Tipp gegeben, das doch einfach auf den Körper zu verwenden. Und das habe ich auch angefangen, und zwar auf meinen Tattoos, wenn ich Gassi gehe zum Beispiel. Und ich muss sagen, ich hätte es echt nicht für möglich gehalten, aber ich brauche, also eigentlich brauche ich nicht wenig. Ich benutze sogar relativ großzügig dieses Produkt und trotzdem ist da so viel drin, was ja eigentlich gut ist, weil man ja will, dass man viel für sein Geld bekommt. Aber wenn man will, dass was leer geht, sieht man das natürlich etwas anders. Wir hatten letzten Monat 25,54 Gramm. Ich denke, dass da noch ungefähr 2 Benutzungen drin sind. Und es sind 21,71 Gramm. Wow, das ist ein Riesenunterschied, oder? Nee, doch nicht. Klassische Agnes. Immer ein gutes Gefühl für Zahlen. 3,83 Gramm habe ich aufgebraucht. Letzten Monat war es ein bisschen weniger, da waren es 2,22. Ich kann euch jetzt echt nicht sagen, wie oft ich das benutzt habe. Schon ein paar Mal. Aber gefühlt ist da noch bis hierhin was drin oder so. Ich denke also, dass wir da noch mindestens einen Monat, ich befürchte sogar 2 vielleicht, mit zu kämpfen haben. Und das gleiche gilt natürlich für eine andere Sonnencreme, die ich aufbrauchen möchte. Balea Sundance Kids 50+, sehr hoch mit Ultra Sensitive Sonnenmilch. Irgendwie haben die alle echt lange Namen. Das habe ich auch benutzt, logischerweise. Etwas mehr, glaube ich sogar. Schauen wir mal. Wir hatten letzten Monat 161,55 Gramm. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass ihr mich erfolgreich umerzogen habt? Ich habe nämlich sonst immer die Nachkommazahl als Zahl ausgesprochen, also 0,55. Und ich wurde ja so oft korrigiert, dass es falsch ist. Meiner Meinung nach ist es nicht falsch. Ich bin zwar kein Mathelehrer, aber dennoch. In meinem Leben ist es korrekt, aber ich habe mich euch angepasst und habe nachgegeben und spreche es jetzt so aus, wie es die Mehrheit als korrekt empfindet. Wir haben jetzt 140,84 Gramm. Minus 20,71, oh, jetzt habe ich es wieder falsch gesagt. Seht ihr, dass ich euch darüber geredet habe? Minus 20,71 Gramm. Letzten Monat hatte ich nur 18,16, also schon ein bisschen mehr. Ich war fleißig. Ich habe wirklich mich bemüht, immer, wenn ich raus in die Sonne gehe und ich weiß, dass ich ein paar längere Minuten bleibe, also nicht nur kurz im Block, sondern mit dem Hund, sondern wirklich ins Café oder keine Ahnung, was man so macht,
immer meine Arme einzucremen und mein Dekolleté hier oben, dieses kleine Stückchen. Ich habe jetzt nämlich schon diesen Rand hier von meinem Lieblingstop. Dennoch hält so eine Sonnencreme echt verdammt lang. Ich denke mir dann immer, ja, wenn du in die Sonne gehst, dann brauchst du einfach auf. Aber ich gehe eigentlich echt selten so komplett in die Sonne. Sonnen am Balkon habe ich jetzt echt wochenlang nicht gemacht. Das mache ich im Frühjahr immer. Wenn man keine Sonne mehr gewohnt ist, der Winter ist vorbei und man muss wieder so seinen Vitamin-D-Spiegel ein bisschen erhöhen. Aber wenn dann so richtig Hardcore-Sommer ist, jetzt so Juli, August, September, dann mache ich das ehrlich gesagt kaum noch. Ich kann euch nicht mal sagen, warum. Kommen wir zu einem Make-up-Produkt und zwar das NARS Blush. Ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass ich das in meinem Leben noch aufbrauchen werde. Man sieht auch ungefähr gar nichts. Wir hatten 44,59 Gramm und wir haben jetzt 44,61. 0,02 Gramm mehr als letztes Mal. Also es macht echt keinen Sinn, mit diesem Produkt hier Project Pan zu machen, weil ihr seht, es passiert nichts. Schreibt mir nochmal, ob ich es einfach lassen soll mit dem Blush, weil gewichtstechnisch macht es einfach keinen Sinn. Ja, wieder ein Produkt, das ich kein einziges Mal benutzt habe seit dem letzten Monat. Ein Bart. Wir hatten 301 Gramm. 310 meine ich, pardon. Pardone. Lo siento. Duibuchi. I'm sorry. Ja, 309, das ist jetzt eine Rundungsdifferenz, weil 0, bzw. 1 Gramm habe ich definitiv nicht benutzt. Ich habe es gar nicht benutzt, wir bleiben bei 310. Dann das Shampoo von Isana. Ich sehe gegen das Licht, dass es bis hierhin noch voll ist, also es ist echt gar nicht mehr viel. Ja, diese Geschichte, das habe ich jetzt auch schon 100 Mal erzählt, wie die in meine Hände kam. Ich habe mich dazu entschlossen, dieses Shampoo jetzt nicht mehr wirklich zu benutzen. Aber nicht, weil ich jetzt dieses Shampoo nicht mehr benutzen will, sondern weil meine Kopfhaut ein bisschen Probleme macht wegen meiner Ernährung. Ich habe mich nicht so gesund ernährt und das spüre ich immer als erstes an meiner Kopfhaut. Deswegen braucht meine Kopfhaut gerade besondere Aufmerksamkeit und ein besonderes anderes Shampoo, damit sich die wieder einpendelt. Und ich überlasse dieses Shampoo hier meinem Mann. Ich habe es aber letzten Monat selber auch noch benutzt. Ich habe ja die Hoffnung, dass er es jetzt kommenden Monat, also im Laufe des Julis, leer macht. Gott, ich komme durcheinander. Wir hatten 153,13 Gramm und ich brauche die andere Waage. Und wir haben 59,2. Das ist doch mal ein Erfolg. Fast 100 Gramm aufgebraucht. Gott sei Dank. Ich hoffe, es ist einfach bald weg und leer. Und ich freue mich, dass wir dann eine plastikfreie Dusche haben. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Gut, das neue Shampoo, was ich jetzt benutzen muss, ist auch nicht plastikfrei, aber das ist hoffentlich auch nicht für immer. Das waren 7 Produkte und das war alles, was auf meiner alten Liste stand. Ich habe mich aber dazu entschlossen, 2 Produkte neu aufzunehmen. Das erste ist meine Tagescreme, die Daily Moisturizing Lotion von Paula's Choice, Skin Recovery Dry or Very Dry Skin, SPF 30. Das ist meine momentane Tagescreme. Und ich möchte die aufbrauchen, weil man die innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen sollte. Und diese 12 Monate sind wie meistens schon um. Da ist aber noch super viel drin, leider. Das heißt, ich will mich da ein bisschen sputen. Inwieweit man sich sputen kann mit Tagescreme, die man sowieso jeden Tag benutzt. Ich möchte versuchen, ein kleines bisschen mehr zu nehmen. Ich habe eh das Gefühl, dass ich die eher sparsam benutze. Und das sollte man bei SPF halt eigentlich auch nicht machen. Die kommt also neu auf die Liste mit einem Startgewicht von 55,69 Gramm. Und das zweite, was neu hinzukommt, jetzt passt auf, das ist jetzt eine super, super große Neuerung. Ihr habt mir das schon monatelang vorgeschlagen und mich immer wieder gefragt, warum ich das nicht mache. Und ich habe mich immer geweigert, weil ich eigentlich nicht wollte, dass ihr wisst, wie wenig ich putze. Aber der Tag ist gekommen. Wir werden ein Putzmittel ins Project Pan hinzufügen. Mit dieser Entscheidung entferne ich mich also endgültig von der Kategorie Beauty-YouTuber hin zu Haushalts- und Lifestyle-YouTuber. Und wir versuchen gemeinsam aufzubrauchen den Denkmit-Küchen-Hygienereiniger, der noch ungefähr bis hierhin voll ist. Der Grund dafür, dass ich den vorher nicht benutzt habe, ist, dass der im Camper war als Putzmittel. Aber ich nach inzwischen ungefähr 2 Jahren Camperleben weiß, dass ich das im Camper einfach nicht benutze. Ich weiß nicht, im Camper, wir haben Spülmittel und das reicht. Ich brauche kein Spray. Und alles, was Outdoor ist, wird sowieso einfach nur nass gewischt. Wir versuchen mal, das Ding aufzubrauchen mit einem Startgewicht von, oh Gott,
607 Gramm. Das sind natürlich andere Dimensionen als beim Make-up. Es fühlt sich irgendwie falsch an, dieses Putzmittel in diese ausschließlich aus Make-up und Pflegeprodukten bestehende Liste hinzuzufügen. Ist das der Schritt ins Erwachsenwerden? Ich befürchte ja. Ihr dürft gerne Tipps abgeben, was ihr denkt, wie lange ich brauche, um das aufzubrauchen. Bis jetzt ist dieses Putzmittel ungefähr 2 Jahre alt und ich bin bis hier. Ich wische oft einfach nur nass. Ich muss aber zugeben, manchmal würde es nicht schaden, wenn ich noch ein Putzmittel hinzufügen würde. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ganz dreckig ist, aber ich schrub mich manchmal so ein bisschen irre und ich glaube, wenn ich das benutzen würde, geht es manchmal ein bisschen leichter. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Nächsten Monat werde ich berichten. Ihr Lieben, das war's schon wieder mit meinem Project Pan Video. Ich bin echt erstaunt, dass ich diese Videos immer noch mache. Die gehen jetzt schon so, so lange und ihr habt immer noch voll die Freude dran und ich ehrlich gesagt auch. Ich weiß noch nicht genau, wann das nächste Video online kommt. Rechnet mal lieber erst mit nächstem Mittwoch. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine ganz, ganz tolle Woche und wir sehen uns ganz bald wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dann!